In der nordgriechischen Einöde, mitten im Nirgendwo, tut sich was. Sie bekommt Farbe. Unter diesem alten Zirkuszelt entsteht ein Raum zum Spielen und Lernen. Ein Ort, an dem Flüchtlinge zusammenkommen können, eine Auszeit neben dem Alltag im Lager bekommen. Was da viel passiert, ist, dass man eben gemeinsam Englisch lernt oder dass gemeinsam Musik gemacht wird. Eine Freiwillige, die da mit Kindern so ein Musical auch gemeinsam Lieder schreiben will, das mit denen einüben. Und was auch viel passiert, ist, dass man abends einfach zusammensitzt, gemeinsam Musik hört oder Geschichten erzählt. Was für uns nur ein Zirkuszelt ist, das keiner mehr braucht, ist für die Geflüchteten viel mehr. Die bunte Überdachung, die nur wenige Meter von der tristen Flüchtlingsunterkunft entfernt liegt, ist Treffpunkt und Schutz für die Menschen, die, bis sie hierher kamen, vor allem eines kannten: Flucht, Verfolgung, Krieg und Folter. Wir haben auch viele, gerade viele Jugendliche, die uns viel Fotos und Videos auf ihren Handys zeigen. Und das ist immer so ein bisschen eine krasse Situation, weil das sind Jugendliche, die uns einfach zeigen, was ihr Alltag ist und auch was ihr Alltag war. Und sie sind aus Syrien, deswegen ist ihr Alltag einfach Krieg. Und es sind so viele Fotos einfach von, ja, das ist mein Haus, das ist mein Haus 2 Jahre später, es sind nur noch Trümmern da, das ist mein Bruder, meine Schwester, die ist schon gestorben. Diese Menschen und ihre Geschichten sind es, die die Ladenburgerin Joanna Wolf motivieren. Vor 2 Jahren macht sie im griechischen Dorf Idomeni bei einer Hilfsorganisation ihre ersten Erfahrungen mit Menschen auf der Flucht. Seitdem steht sie ihnen bei. In einem Flüchtlingslager in Nordfrankreich kümmert sie sich um unbegleitete Minderjährige. Hier entsteht die Idee für das Projekt Open Space, also Freiraum. Weil mir aufgefallen ist, dass es oft so was für Kinder sich irgendwie bildet oder vielleicht auch mal für Frauen, aber dass so ganz viele Gruppen, gerade junge Männer zum Beispiel, die ja auch viel in solchen Lagern sind, irgendwie keinen Raum haben und dass es allgemein wenig Räume gibt, die Menschen einfach mal, wo sie machen können, was sie selber machen wollen. Und um diesen Menschen beizustehen und das Projekt weiter voranzubringen, ist Joanna wieder in Griechenland, denn ihre Hilfe wird nach wie vor gebraucht.